Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Dieser Part ist das Organisatorgründen, also der nächste ohne Facecam, dies am Rande erwähnt. So, ja, wir machen das hier als Video und nicht als Livestream, wie sonst immer. Liegt einfach daran, dass ich auf der Gamescom bin, während ihr das seht. Da muss man ein bisschen voraufnehmen. Die Facecam kommt aus dem Grund nicht, das ist einfach derzeit, die für die Gamescom braucht. Deshalb. So, guten Abend, Bürgermeister David. In City ist jetzt 19.46 Uhr am Sonntag, den 19. August. Joa, so sieht's aus, ne? Also dann sollen wir loslegen. Ja, Logo, kann losgehen. Verstanden? Ich werde sofort alles vorbereiten. Und fast jetzt ist vergessen, der Bürgermeister. Heute Abend gibt es ein Feuerwerk. Oh, es wird auch ein besonderer Stunt aufgebaut, also komm doch vorbei. Das ist ja mal interessant. Also sind Festlichkeiten hier unterwegs, oder wie? Also haben wir vorbei. Liebe Einwohner, heute gibt es ein Feuerwerk. Oh je. Also, hier wird gefeiert. Sehe ich das richtig? Gehen wir mal zum Stand. Hallo Cousins und Cousinen, tretet heran, nur keine Sorge. Rainer veranstaltet in Zusammenarbeit mit Slip und Nips Laden eine Lotterie. Lotteriekekse gibt es nur heute im Feuerwerk und exklusiv bei Rainer. Mit Lotteriekeksen verrückte Preise gewinnen, nur 500 Sternis. 500 Sternis. Möchtest du einen haben? Ja bitte, schauen wir uns doch mal einen an. Rainer, danke Cousin. Knusper den Keks und zeig rein das Lotterielos, das darin steckt. Dann kriegst du einen Preis dafür. Du musst aber natürlich kommen, bevor das Feuerwerk zu Ende ist. Vielen Dank und viel Spaß. Oh ja, dann gehen wir, sagen wir uns doch mal an, was da drin ist. Also, Essen. Da ist ein Lotterielos drin. Mal sehen, was drauf steht. Los von Rainers Lotterie. Schade, nur ein Trostpreis. Ja, nee, war klar. Dann geben wir ihnen es einfach wieder zurück und bekommen einen Trostpreis. Ich bin gespannt, was da sein wird. Preis abholen. Mal sehen. Ah, ja, ja, so ein Pass, eine Niete. Hier ist ein Trostpreis. Eine Wunderkerze. Wow. Das war's dann. Vielen Dank. Versuch sein Glück ruck noch weiter. Ah ja, wir werden tatsächlich nachher nochmal zurückkommen, aber irgendwann haben wir einen Trostpreis. Naja, Wunderkerze. Sehr schön. So, gehen wir mal zu Melinda. Die weiß ja, was Sache ist. Oh, Bürgermeister David, wie gefällt dir das Feuerwerk? Zum Feuerwerk habe ich für jeden ein besonderes Geschenk besorgt. Hier, das ist für das. Cool, das ist ja cool. Mit diesem Leuchtherzenfühler leuchtest du genauso hell wie das Feuerwerk. Probier ihn gleich mal an. Oh Gott. Es sieht doch so schwul aus. Ja, hey, ich bin Bürgermeister Davinchen und ich, hab, Hörchen auf dem Kopf. Jeden Tag 24/7, moin, abonniert Game-Account. Was zum Fuck? Wieso? Wieso habe ich Herzen auf dem Kopf? Ist man, ey, okay. Es ist lustig, aber ich frage mich wieso. Das ist noch schlimmer wie meine Hasenohren, die ich im Real Life mal an Halloween anhatte, an Ostern hatte. Oh, da sehe ich ja das Feuerwerk. Das ist ja in der Tat wirklich sehr schön. Also wird hier heute gefeiert. Unser Feuerwerk. Und schon im nächsten Part, dass auch noch Feuerwerk gefeiert wird. Weil auch den nächsten Part muss ich jetzt noch gleich nach dem hier aufnehmen. Und da werdet ihr auch Feuerwerk haben. Aber Feuerwerk ist ja schön. Und mal schauen, holen wir uns jetzt mit unseren tollen motivierenden Ohren mal noch einen Glückskeks und schauen, ob wir jetzt vielleicht mehr Glück haben, wer weiß.
Oder nach der Rikriegs, wie es das dann heißt. Also da kann man erst sein ganzes Geld gefüllt vorausgeben. Habe ich nicht vor. Aber irgendwas sagt mir, dass der eh die ganze Zeit einfach eiskalt davor nur absieht. Und wir nie was gewinnen werden. Aber mal sehen. Essen wir dann mal und schauen, was wir jetzt Tolles drin haben. Ich bin ja mal gespannt. Da ist ein Lotterielos drin. Mal sehen, was drauf zählt. Das ist Ratendite, ne? War klar. Wenn es wieder eine Wachskerze bekommt, bringen es den Typen um. Oder löst Wunderkerze, was immer. Das war Wunderkerze Wasser. Erstmal, vielleicht, wenn ich es noch einen kaufe, habe ich dann mehr Glück, wer weiß. Ich probiere es einfach erstmal. Da werden wir gleich sehen, ob ich dann mehr Glück habe. Und gleich gebe ich dann beide zurück. Vor allem frage ich, was ist denn der Preis? Eigentlich muss man einen vorher erst informieren, was denn der Preis ist, den man bekommen kann. Irgendwas zu sagt mir, dass es wieder ein Niete ist, ne? Ja, okay, aber das sind genug Trostpreise. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mal irgendwas bekomme, ist einfach sehr dezent gering. Dementsprechend, ja, ich hol was ab. Nehmen wir erst das hier. Was soll was du dafür bekommen? Ein Niete war klar und ich bekomme eine Wunderkerze, yay. Weil die auch 500 Dinger wert sind. Geben wir es alle auch noch ab und bekommen wieder eine Wunderkerze. Und damit sehen wir, ne, ich glaube, das sieht einen nur so hart übers Tisch, aber irgendwie Leute, die öfter Animal Crossing spielen, ist es irgendwas Besonderes, dass hier ein Tag ist oder... Sind das in den letzten Augustwochen oder irgendwie, was hat das für einen Zusammenhang, dass jetzt auf einmal dieses Feuerwerk ist? Oh, eine Römerkerze habe ich jetzt. Interessant. Machen wir nochmal eine tolle Kerze an und schauen, wie es aussieht. Das ist eine Wunderkerze. Das ist eine Römerkerze, was da drunter sieht. Tun wir die Wunderkerze mal ausrüsten. Ja, jetzt leuchtet die. Und das war's, ja moin. So, oh, da fällt mir etwas ein. Ich habe noch ein Geschenk für das. Oh mein Gott. Was ist so ein fettes Herzenkostüm? Damit der Fontäne kannst du unser Feuerwerksstil erst genießen. Oh, okay, dann. Hui. Das ist sick, hier machen alle Feuerwerk. Das sieht sehr schön aus. Fast wie an Silvester. Weil das wir jetzt nicht mal Silvester haben. Es gibt keinen besseren Ort als City, um eigentlich ein Feuerwerk anzusehen. Hat es irgendwie einen Grund so, dass das, oh, und das gibt's nochmal eine. Sehr schön, danke. Die machen wir auch gleich nochmal dann an. Das ist ja schön, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, das Feuerwerk gefällt mir sehr. Wir gehen weiter mit unseren tollen Herzen, Dingern auf den Kopf durch die Gegend. Und wir freuen uns noch weiter im tollen Feuerwerk hier. Tu noch und das weite Fontäne ablegen und sie brennen lassen. Ist ja mal interessant. Schön, schön. Und wenn man dann aus dem Himmel schauen,
Erzähl mal. Es ist Feuerwerk. Das ist sehr schön. Ich weiß ganz, ob man so ein Lernen gehen kann und sowas während des Feuerwerks. Ich glaube mal eher nicht, aber keine Ahnung. Aber das Feuerwerk sieht definitiv sehr schön aus. Hui, und da ist ein Geschenk. Da brauchen wir meine Armbrust. Sind das die Hub? Oder Schleuder? Nein, nicht weggehen. Ich glaube, jetzt hat. Nee. Millimeter ging es vorbei. Gibt es irgendwelche Tricks, dass man Silphon trifft? Jetzt hat. Ha. Yeah, ich habe ein Geschenk. Was ist denn da drin? Ballonfernseher. Lol. Nice, ist ja cool. Gefällt mir. Ist alles sehr schön hier. Vielleicht bekommen wir noch eine Fontäne, wenn wir sie anspressen. Ja. Siehst du, wir bekommen wieder Wäsche. Wir können wieder Party machen. Dann schütten wir doch mal noch diese schöne Fontäne hier. Das ist cool. Vor allem ist es cool, dass es genau in dem Parten fehlt, wo es mal passiert, wo es nicht live streamt. Und eben nicht als Community habt und so ein direktes Thema habt, was es in dem Part anspressen kann. Nämlich dieses Feuer. Also gefällt mir sehr gut hier. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns auch einfach nochmal eine Minute das schöne Feuerwerk hier an. Und lassen. Wieso habe ich jetzt die Schaufel auf hier? Wir schauen uns das Feuerwerk an und genießen es. So ist zumindest der Plan. Ist das nicht schön? Überall ist Feuerwerk im Himmel. Ich habe keine Ahnung, wieso das eigentlich ist. Vor allem ist es schön farbig. Das macht die ganze Sache gleich noch viel schöner. Und ich habe also Party ist ein Herz in Ohren. Macht natürlich das ganze Sache noch am besten hier. Und ja, ich meine, das sieht doch perfekt aus, ne? Ich glaube, ich werde die ab jetzt immer anlassen, diese Ohren. Also hier in Game. Im Real Life wage ich nicht sowas auch nur anzusehen. Aber es wird die Arme sind was. Es ist witzig. So. Also zusammengefasst kann man sagen, es ist ein schöner, lustiger, Animal Crossing Abend mit Feuerwerk, was wie gesagt mir neu ist, dass es heute eben ist. Und ja, ne? Den nächsten Part wird es auch noch das Feuerwerk geben, weil ich den danach aufnehme. Aber da werde ich mal schauen, ob wir in Geschäfte ran können. Und vielleicht google ich jetzt auch in der Zwischenzeit mal, weshalb eigentlich das Feuerwerk heute ist. Mal sehen. Aber jetzt sage ich soweit danke fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!